Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Stardew Valley. Harvey, mein Schatz, guten Morgen. Ich muss heute in die Klinik. Mach dir einen schönen Tag, okay? Das werde ich tun. Nein, so wollte ich eigentlich. Oh, ist das nicht süß. Wir können Knutschi Knutschi. Der Wetterbericht für morgen sagt klar und sonnig und die Geister sind heute leicht verstört. Das ist ja gut, dass wir heute sowieso nicht. Habe ich übrigens gerade... Ah, okay. Ich dachte doch gerade, ich wäre... Kennt ihr das, wenn ihr ein Spiel spielt und dann ein anderes und dann drückt ihr irgendwelche Knöpfe, die ihr gar nicht drücken sollt? Das passiert mir immer wieder. So, da haben wir... Fangen wir einfach mal hier mit den... Mit dem guten Hopfen an. Ich habe hier bestimmt irgendwas vergessen. Was ich, was ich sonst hier irgendwie, ich weiß nicht, ernten, anbauen. Oh, Blaubeeren, natürlich. Die hätte ich tatsächlich vergessen. Gestern haben wir erst Kaffee geerntet, deswegen ist der heute noch nicht wieder fertig. Dann habe ich hier leckere Blaubeeren. Oh, ich werde so viele Sachen aus Blaubeeren machen können. Das mich daran erinnert, dass ich erst zu Ostern leckere Blaubeeren gegessen habe. Ja, Blaubeeren. Okay. Gehen wir zu unseren Tierchen und gucken mal, ob sie uns was Schönes mitgebracht haben. Ich sehe da schon... Oh, warte mal kurz. Ich erinnere mich... Hallo, Kätzchen. Ich erinnere mich gerade daran, dass ich, glaube ich... Nee. Okay. Ich habe gedacht, ich hätte eventuell meine... Oh nein, schauen wir doch mal hier kurz. Ich hätte gerne ein Ei, welches ist eigentlich relativ egal. Und Milch haben wir nicht. Okay. Wolle auch nicht. Können wir das hier mitnehmen? Das natürlich. Ich überlege gerade, habe ich wirklich? Habe ich meine Sachen weggelegt? So ordentlich aufgeräumt? Das irritiert mich jetzt irgendwie. Damit hatte ich nicht gerechnet. Oh, guck mal. Ich sage ja, ich glaube wirklich, ich verkaufe... Oh mein Gott, ist das viel. Was? Es geht denn hier? Wie viele Trüffel sind das denn? Das waren jetzt 9 Trüffel? Wow. Ich bin schwer beeindruckt von meinen... Ich weiß gar nicht, ob ich die Schere heute brauche. Ich bin schwer beeindruckt von meinen Schweinchen, ganz ehrlich. Das ist der Grund, aus dem ich tatsächlich überlege, ob es nicht sinnvoll wäre, die Schafe zu verkaufen und stattdessen mehr Schweine zu halten. Die haben uns echt lieb, die kleinen Babes, ne? Also, ne? Ein Schweinchen namens Babe. Nein. Hier bleibt zu. Meine liebe Kuh, ich kann dich leider nicht nach draußen lassen. Das waren 9 Trüffel. Das ist schon ganz schön viel, muss man sagen. Und das sind ja jetzt nicht... Wir haben ja nicht hunderte Schweine. Also wir haben ja nicht 9 Schweine. Das sind 2. Stell dich mal vor, was wir machen können. Wie viele Trüffel wir bekommen. Das ist Trüffel Nummer 10 und 11. Dankeschön, mein Kleines. Okay, Tacheles, wir verkaufen die hier. Wir verkaufen, glaube ich, echt die... Ja... Weil ich einfach mit dem Stoff auch nichts machen kann. Also wenn ich wüsste, dass ich was mit dem Stoff anstellen kann, dann wäre das ja eine Sache. Aber so können wir mit dem Stoff nicht wirklich was machen. Und haben halt, naja. Ich mag meine Lamas natürlich. Aber ich meine, sie sind flauschig. Aber Schweine sind intelligent und süß. Und wir haben ganz besonders niedliche Schweinchen. Und ich meine, das sind jetzt 10 Trüffel. Oh Gott, das ist noch mehr. Danke, Babe. Wir haben jetzt... Lass dich das mal auf... 14 Trüffel. Und die haben wir alle heute bekommen. Jetzt, an diesem Morgen. Leicht verstörte Geister, 2 Schweinchen und... Oh Gott, das ist der 15. Ich glaub's ja nicht. Habe ich gerade irgendwie einen Bug, dass meine Schweine hier gerade... Die 100-fache Menge Trüffel ausgraben? Oder habe ich einfach nur sehr, sehr süße Schweinchen? Ich glaube, ich habe einfach sehr, sehr süße Schweinchen. Ich bin im Trüffelparadies gelandet. Ich bin im absoluten Trüffelparadies. Wenn wir jetzt nochmal irgendwie einen Trüffel heute ausgraben, dann... Hui.
Dann verliere ich den Glauben an alles. Und ich habe das hier... Okay, ich habe vergessen, die Dinger wegzulegen. Ich würde nochmal eine Schatten-Mayo machen. Allerdings würde ich jetzt auch echt gerne meine Sachen hier wieder reinlegen. Tap, tap. Jawohl. Und ja, ich gucke jetzt, ob hier nochmal ein Trüffel liegt. Ich meine, also man muss ja hier mit allem rechnen bei meinen fleißigen Schweinis. Hier. Läuft und wo ist das zweite? Da. Also da muss man ja echt mit... Ich weiß gar nicht, Trüffelmafia und so. Na, du kleines Süßes. Ja, du bist das niedlichste Schweinchen der Welt. Genauso wie das andere. Und da gibt mir auch noch was. Ich bin heute echt, also... Oder die Waldfee. Heute habe ich... Dafür, dass die Geister heute leicht verstört sind, haben wir verdammt viel Glück, muss man sagen. Okidoki. Lass mal gucken. Milch und Milch. Das Ei könnte ich benutzen, wenn ich lustig wäre. Und der Rest kommt hier einfach mal weg. Hm. Ist hier noch was? Ich glaube nicht. Trüffelöl müsste ich aber auch wieder herstellen. Und so. Dann gucken wir mal, ob wir heute einen langen Tag oder einen eher moderaten... Schauen wir einfach mal. Die Bäume lasse ich mal noch in Ruhe. Wir könnten heute auf jeden Fall deutlich schneller... Muss auf jeden Fall wieder Trüffel herstellen. Wir könnten heute auf jeden Fall wieder deutlich schneller Holz hacken. Da könnten wir danach gucken. Ich war gerade noch ein bisschen geflasht über alles. Einfach... So, gucken wir mal, wo unser Hopfen ist. Hier müssen wir ja bei Gelegenheit... Das und das wird verkauft. Die gute Lachsbeere auch. Tomaten nicht. Jetzt muss ich gucken, wo meine Blaubeeren, da hebe ich auch nur die normalen auf, ne? Okay, das und das wird verkauft. Das hier wird verkauft, das können wir auch verscherbeln. Das Trüffelöl wird auch verkauft. Die Trüffel an sich, daraus wird einfach Öl gemacht. So, tap, 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 tap. Und das Trüffelöl kommt weg. Dann machen wir jetzt leckeres Trüffelöl wieder. Das habe ich nämlich tatsächlich vergessen gehabt. So, und dann gehen wir in die Stadt. Muss mal gucken, ob heute jemand Geburtstag hat. Das könnte ich eigentlich direkt hier machen, oder? Wozu haben wir denn Kalender im Schlafzimmer hängen? So. Nein, aber morgen hat Sam Geburtstag. Ahornriegel mag er. Ich bin mir fast sicher, einen Ahornriegel kann ich herstellen. Ich könnte jetzt schon mal einen machen, aber wir lassen es erstmal. Jetzt weiß ich leider nicht, ob der gute Clint heute meine Sachen schon haben sollte oder nicht. Es macht eigentlich keinen Unterschied. Weil die Geister sind leicht verstört, da gehe ich nicht in die Schädelhöhle. Andererseits natürlich, wenn er schon fertig wäre, dann könnte ich ganz entspannt mich auf den nächsten Tag freuen, wo wir tatsächlich gut gelaunte Geister haben. Kein Auftrag. Habe ich noch einen Auftrag offen? Nö, habe ich nicht. Mülleimer sollte ich nicht schon wieder ausräumen. Da habe ich es mir neulich erst mit jemandem... Wer war denn das, der das eklig fand? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist ja auch egal. Wir fragen erstmal bei Clint nach, ob er vielleicht für uns schon eine... Ja, Iridium-Spitzhacke hat. Perfekt. Du erhältst Iridium-Spitzhacke. Das ist wunderbar. Jetzt haben wir die beste Spitzhacke. Das ist klasse. Jetzt könnte ich als nächstes, weil ich es kann, könnte ich die Goldaxt zu einer Iridium-Axt upgraden. Oder die Kupferhacke nach und nach so ein bisschen besser machen. Müssen wir mal gucken. Ich würde ganz, ganz kurz... zum Busstop fahren und wird dann tatsächlich Iridiumbarren holen. Dann holen wir einfach unsere unsere Axt holen wir dann einfach ein bisschen später. Quatsch, nicht ein bisschen später. Wir lassen jetzt die Axt upgraden, so meinte ich das. Iridiumbarren, ich glaube 5 oder 10, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Oder aber wir könnten die hier auf Silber, nee, auf Eisen upgraden. Das würde, glaube ich, auch gehen. So. Wir können aber auch erstmal die Sachen hier auf... Ich weiß, ich soll das mal machen, wenn das... oder die Kupfergießkanne könnten wir auch upgraden. Wir gucken mal, was wir machen.
Ich weiß, ich soll die Geoden öffnen lassen, wenn die Geister gut drauf sind. Aber ich bin neugierig. Es tut mir leid. Und dadurch, dass wir gerade ständig am Upgraden sind, ich krieg ja dann auch wieder neue. Und zwar schneller als... In der Stadt müsste das sein, oder? Jawohl. Und zwar dann schneller, weil wir eben einfacher die ganzen Steine kaputt machen können. Lieber Clint, ich würde gerne einmal Geoden öffnen, einfach weil wir es können gerade. Oh, sehr schön. Ja, ist doch gar nicht so schlecht. So, ein bisschen Golderz. Außerdem ist es gar nicht so schlecht, wenn wir Edelsteine bekommen. Denn die Edelsteine können wir inzwischen ja doch sehr, sehr teuer verkaufen. Ja gut, der Stein war jetzt nicht so und die Kohle. Aber hier, guck, da kriegen wir nochmal was Schönes. Esperit. Ein bisschen Kupfer, auch das ist mal nett. Das, was ist das? Zwergischer, oh, das können wir, glaube ich, im Museum abgeben. Ich glaube, einen zwergischen Helm hatten wir noch nicht. Und das ist auch wieder ein Edelstein. Gut, dann gucken wir jetzt mal, dass wir irgendwas verbessern. Entweder könnten wir die Axt gleich auf Iridium-Qualität bringen. Oder aber wir könnten die Hacke, na, oder Gießkanne könnten wir upgraden. Eigentlich brauchen wir am häufigsten tatsächlich, ich würde als erstes die Axt nehmen, ehrlich gesagt. Dann haben wir das teuerste hinter uns. Dann können wir uns danach tatsächlich mehr oder weniger... Also natürlich... Ihr wisst schon, ich bin mir schon bewusst, dass wir auch die Gießkanne und die Hacke auf Iridium-Qualität upgraden können. Was? Ist das was ich anziehen kann, diese Zwergenkappe? Einer der Helme, die gewöhnlich von Zwergen getragen werden. Die dicken Metallplatten schützen sie vor fallenden Trümmern. Und, Moment... Und Stalaktiten. Habe ich den schon? Moment. Ich muss mal kurz nachgucken. Ich habe echt den... Tatsache, da ist er ja. Okay, ich habe den Zwergenhelm schon. Na gut. Da habe ich mich dann wohl getäuscht. Und ich hatte mich schon gefreut. Schade. Und wenn wir jetzt aber schon unsere neue Spitzhacke haben, dann gehen wir natürlich, wenn auch nicht... Also ich gehe jetzt nicht in die Schädelhöhle. Das mache ich nicht. Dafür sind mir die Geister tatsächlich zu verstört. Aber ich würde zumindest... Ah, ist jetzt ein bisschen blöd, dass ich so einen Umweg reite. Ich würde zumindest kurz in den Steinbruch gehen und gucken, ob wir da noch irgendwie Steine haben. Jetzt habe ich wieder keine... Aber egal, so viel Holz sollte da eigentlich nicht liegen. Das wird dann, glaube ich, ganz gut werden. Und ich weiß, ich bräuchte... Was bräuchte ich denn? Was wollte ich denn gerade sagen? Oh Gott. Ach so, ja, genau. 100.000... Schlamm. 100.000 Gold, damit wir einen Keller in unser Haus bauen können. Das wäre eigentlich was gegen die Iridium-Spitzhacke spricht. Gegen die Iridium-Axt spricht. Aber... Hier sind schon wieder irgendwelche kleinen Fehlerchen drin. Ich glaube, da müsste ich einfach mal wieder die... Upsala. Die Mod upgraden. Hier funktioniert das nicht, oder? Nee. Okay. Ich hoffe, wir können die Probe aufs Exempel machen, aber theoretisch müssten wir jetzt die meisten Steine doch sehr, sehr schnell kaputt machen können, oder? Da vorne ist ein Smaragd, glaube ich, drin. Und ich glaube, auf das würden wir dann normalerweise 2-3 Mal einschlagen müssen. Und da kriegen wir unseren Smaragd. Sehr schön. Und einen Amethysten. Also es geht auf jeden Fall sehr viel schneller. Das heißt, wenn wir als nächstes in die Schädelhöhle gehen, dann müssen wir eben auch nicht mehr befürchten, dass wir unglaublich viel Energie verbrauchen. Weil wir eben einfach... Ich nehme mal das hier zurück zum... Wo gehen wir denn da hin? Am besten... Busstop. Ja, komm, Busstop. Das müsste gehen. Gehen wir wieder auf unseren Hof zurück. Da muss ich eben auch nicht mehr befürchten, dass wir... Dingens. Ihr wisst schon... Ah, dass wir erschöpft sind, weil wir so viele Steine wegklopfen müssen. Da wird es einfach so nebenbei gehen. Dann räume ich jetzt mal meine Sachen hier ein. Da hätten wir Kohle, Steine, Kupfererz, Golderz, Iridium, meine Barrenvollens, Eisenerz, der Rest sind andere Sachen. Das verkaufe ich dann. Das würde ich erstmal wieder hier drin lassen. Das kommt in eine ganz andere Kiste. Deswegen zack, zack und zack. Bei denen hier muss ich mal gucken, was ich mit denen anstelle. Und ich weiß, ich bin gerade einfach nur zu faul, das anders zu sortieren. Okay,
Ich möchte einmal ganz kurz, ich hätte es mir voll sparen können, ich würde gerne noch meine gemischte Saat einmal anpflanzen. Was für mich übrigens auch heißt, bevor ich das nächste Mal, ich werde es mal hier unten machen, bevor ich das nächste Mal dann auf jeden Fall die Hacke verbessere, werde ich an meinen Feldern, werde ich ein paar ausheben. Und ich tue jetzt erstmal hier die ganzen Sachen wieder rein. Davon hätten wir zwar etwas mehr als 5, aber das macht nichts. Die Edelwicke hebe ich auf. Und ich gucke mal, dass ich auf den nächsten Tag schon mal ein Ahorn... Ach so, kann ich gar nicht gucken. Falsche Kiste. Dass ich für den nächsten Tag schon mal ein Ahornriegel habe. Jetzt würde ich erstmal ganz kurz gucken, was ich für den Ahornriegel brauche. Der müsste hier doch irgendwo sein. Das Rezept kenne ich bestimmt. Ahornriegel. Ahornsirup, Zucker und Weizenmehl. Ja, das kriegen wir hin. Dann machen wir dem guten Sam einen leckeren Ahornriegel. Und wenn wir schon mal hier dabei sind, ich kann jetzt garantiert ein neues Ei gebrauchen. Mal gleich zwei. Ahornsirup. Wo ist der? Wo ist der? Das ist der hier. Machen wir gleich drei solcher Riegel. Wir können die einfach dann im... Wir können die dann ja einfach im Kühlschrank liegen lassen. So ist ja nicht. Und ja, ich gucke gerade, ob ich nochmal irgendwie eine Trüffel finde. Das ist, aber nein, das Trüffelwunder hat ein Ende gefunden. Aber, oh Gott, richtig, das hatte ich ganz vergessen. Ha, gut, dass wir nochmal hier reingehen. So. Da konnte ich jetzt doch tatsächlich sehr gut Kaktusfrüchte ernten. Sehr, sehr schön. Guti, dann würde ich sagen, räume ich noch einmal mein Inventar aus. Das Ei kann ich hier eigentlich drin lassen. Daraus mache ich Riegel, das bleibt hier. Die Kaktusfrüchte hatte ich, glaube ich, da drüben ganz unten. Und dann gehen wir heute früh zu Bett. Tap, 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 bitte, danke schön. Kann ich das sortieren? Danke. Behalten, verkaufen. Und das Zwergenhelmchen natürlich auch. Mit dem kann ich ja nichts weiter anfangen. Also weg und weg. Das Ei behalte ich gleich. Dann machen wir jetzt drei Ahornriegel und behalten davon einen gleich im Inventar. So, pass mal auf. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier dann auch nochmal herstellen. 2, 3, 4, 5. Kann ich dann morgen früh... Hallo. Puh, ich bin erschöpft. Meine Patienten sind immer noch gesund, also war heute ein guter Tag. Ah, da standen wir jetzt aber ziemlich krumm, oder? So ist schöner. Dankeschön. Dann wollen wir mal gucken, dass wir Ahornriegelchen machen. Dankeschön. Wir könnten außerdem eine bleiche Brühe machen. Ja, das können wir auch machen. Was kann ich noch zubereiten? Brot, Pfannkuchen. Ja, muss jetzt aber eigentlich alles nicht sein. So. Ahornriegel rein, bleiche Brühe rein. Das hier wieder rein. Das behalten wir noch im Inventar. Das ist ein Geschenk für morgen. Packen wir hier hin, packen wir da hin, packen wir da hin. Dann würde ich sagen, gehen wir mal früh schlafen heute. Einfach, weil wir es können. Oh, ja, nein, nein, doch, Entschuldigung. Ich wollte eigentlich schon schlafen. Ja, bitte. Mit ein bisschen Glück haben wir am nächsten Tag, jetzt muss ich auch wieder rauslaufen, haben wir am nächsten Tag gut gelaunte Geister. Aber erstmal schauen. Ja, ein bisschen was verdient, das ist okay. Ist jetzt nicht so viel gewesen. Aber wir kriegen das schon hin. Der 17. Tag im Sommer ist jetzt. Hallo. Ich bin heute früh aufgestanden und habe die Pflanzen für dich gegossen. Ich hoffe, das macht deinen Job heute ein wenig. Ja, das hast du sehr gut gemacht, dass du die Sprinkler kontrolliert hast. Ich habe auch das Wasser für Miel aufgefüllt. Oh, das ist lieb. Dankeschön. Ich glaube, dass das hier der ideale Ort für heranwachsende Kinder ist. Wissenschaftlich gesehen. Was denkst du? Okay. Ich denke, ich bin noch nicht bereit für Kinder. Bei aller Liebe, mein lieber Harvey. Aber ich glaube, für Kinder fühle ich mich noch nicht so ganz... ich weiß auch nicht. Wir haben gerade erst geheiratet. Offiziell auf unserer Heiratsurkunde, Eheurkunde, wie auch immer. Ich habe vergessen, hier im Fernsehen anzuschauen. Steht noch nicht mal drauf, dass wir verheiratet sind. Wetterbericht. Die Geister sind morgen klar und sonnig. Und die Geister sind heute... Jetzt hat meine Nase gejuckt. Neutral gesinnt. Das heißt, wir könnten theoretisch in die Schädelhöhle gehen.
Radieschensalat. Es geht nichts über frische, gepfefferte Radieschen. Das erinnert mich an den späten Frühling. Meine Mutter schnitt unsere frischen Rettiche und brachte sie uns auf körnigem Brot mit etwas Salz und Pfeffer. Ah, das waren noch Tage. Aber ich schweife ab. Jetzt schau gut zu. Wir wissen schon, wie man den macht. Genau. Ist aber nicht schlimm. Ich würde heute wieder meine... Ich weiß, wir können bis zu 3. Das heißt aber nicht, dass ich immer warten muss, bis wir tatsächlich hier 3 haben. Denn wenn ich es dann mal vergesse oder mir was dazwischen kommt, dann haben wir den Salat. Und uns fehlt ein wenig Ernte. So, lecker. Pepperoni, da freut sich Shane, wenn er mal wieder Geburtstag hat oder was anderes Besonderes ist. Und theoretisch müssten heute auch unsere... Oh, der Mais ist wieder fertig, das ist schön. Ich wollte gerade sagen, theoretisch müssten heute auch unsere Kaffeebohnen wieder bereit sein. Weil die, glaube ich, alle 2 Tage geerntet werden können. Habe ich das ja richtig mitgeschnitten? Ich glaube ja, oder? So, dann können wir hier erstmal den Mais. Mehr Mais, yum, yum. Auch noch Mais und Kaffeebohnen und ich habe keine Ahnung, was noch alles. Werden wir dann sehen, was hier noch so wächst. Wir können irgendwann echt ganz viel Kaffee machen. Harvey wird sich freuen. Ich erinnere mich noch daran, dass er Kaffee sehr mag. Gut, dann sind wir hier schon mal fertig. Und wir legen ein paar der Sachen schon mal weg, wie die Pfirsiche, Orangen, die Kaffeebohnen. Alles klar. Dann kommen hier rein unsere Peperoni, unser Hopfen und unser Mais. Aber immer nur das Normale, der Rest wird verkauft. Das machen wir auch mal direkt. Das hier weg, das Trüffelöl kann weg. So. Dann schauen wir gleich nach unseren lieben Tierchen. Neutral gesinnt, ich bin am Überlegen. Tatsache, da ist Wasser aufgefüllt. Das ist ja lieb. Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob wir nicht in die Schädelhöhle gehen sollen, kurz. Einfach nur, um zu sagen... Okay. Lachsbären, yum, yum. So. Einfach nur, um zu gucken, dass wir vielleicht mal nicht 10, sondern eventuell... Na, dann gehe ich halt woanders rein. Nicht 10 Level, sondern vielleicht einfach nur 5 Level machen sollen. Das würde, glaube ich, ganz gut gehen. Ich hole nur schnell mein Milkeimerchen und das Scherchärchen für die lieben Tierchen hier. So. Da haben wir das. Ah, liebe kleine Ziege, bleib bitte hier. Dankeschön. Liebe kleine Kuh auch. Sehr schön. Ich liebe es, wenn es so reibungslos klappt. Also wenn wir einfach nicht 10 Versuche brauchen, unsere Tierchen zu melken oder zu scheren, sondern wenn wir einfach, wir stellen uns neben sie und unsere Tierchen lassen sich bereitwillig von uns versorgen. Okay. Milking failed. Ja, das ist jetzt, das liegt aber daran, dass da gerade die... das Hühnchen war. So. Dann würde ich jetzt ganz gerne hier reingehen. Eine Entenfeder, normale Schattenei. Sehr schön. Und das letzte noch. Dann schauen wir noch mal ganz kurz im Kuhstall vorbei, ob alles okay ist. Keine Kuh hier drin. Sehr schön. Und ich glaube, wir haben... Da ist schon wieder eine Trüffel. Das ist wunderbar. Die Schweinchen wollen eindeutig mehr Gesellschaft haben. Sonst würden die ja nicht so darauf bestehen, mir zu beweisen, wie toll es ist, Schweinchen zu haben, oder? Ganz eindeutig. So, was haben wir da? Also leckere Milch. Und nochmal leckere Milch. Und da ist alles noch fertig. Und dann können wir hier einmal schönen Stoff machen, mit dem ich echt sonst nichts anzufangen weiß. Das ist ein bisschen traurig. Das hier, das rein. Das hier vielleicht nicht. Aber dann tue ich hier die beiden Sachen wieder rein. Das ist okay. Dann muss ich jetzt eigentlich nur noch das Iridium weg. Das wird verkauft.
Die Trüffel, das kommt hier übrigens gar nicht rein. Das kommt da rein, in diese Kiste. Und jetzt würde ich nochmal gucken, dass wir nochmal Trüffelöl machen. Und dann gehen wir auch schon in die Stadt. Ich dachte, es wäre vielleicht schon fertig. Na gut, dann nicht. Na gut, dann nicht. Sollen wir heute kurzzeitig, also so zwischendurch, ein bisschen in die Schädelhöhle gucken für 5 Level? Sollen wir das machen? Oder wird es dann zu spät? Ich bin mir halt nicht sicher. Es ist natürlich auch nicht optimal. Aber erst müssen wir sowieso Sam finden. Es ist halt tatsächlich nicht optimal von unserem Glück her. Andererseits, hoppala, andererseits würde ich total gerne, wo ist der Gute eigentlich? Der ist zu Hause. Alles klar. Ich würde... Das wollte ich gar nicht. Das wollte ich wirklich nicht. Ich würde halt wirklich gerne ausprobieren, wie es ist, wenn wir mit der neuen Spitzhacke Feuerquarz, um es auf die Wunde zu legen. Sandy. Ja, das würde ja eigentlich fast passen, oder? Wenn wir dann heute noch... Ich glaube, dann fahren wir tatsächlich in die Mine. In die Wüste, meine ich. Und dann könnten wir ein bisschen... Das kennt. War nicht Sam hier? Ach, das. Ah, verstehe. Okay. Ich habe Kent gesehen. Na gut, dann hallo Kent. Ich habe viele Freunde im Kampf verloren. Das Traurige ist, dass ich mich nicht mehr an ihre Gesichter erinnern kann. Ist okay. Ich erinnere dich nicht daran. Tut mir sehr leid. Dein Verlust ist tragisch. Und ich hoffe, du kommst darüber hinweg. Denk dran, Pelikan ist eine wunderschöne Stadt und alle Menschen hier sind sehr, sehr nett. Alle. Denn jetzt ist ja Morris von... wo ist denn jetzt Sam schon wieder? Ach, der ist oben in der... Der Morris vom Julia-Markt ist jetzt ja weg, das heißt tatsächlich sind alle, die hier noch sind, nett. Wo ist denn Sam? Wo ist er denn? Ist er hier überhaupt drin? Ja, das sieht schon so aus, als wäre er hier drin. Ich muss ihn nur finden, ne? Ach, da hinten ist er, der jobbt hier. Sam ist bei der Arbeit. Lenk ihn besser nicht ab. Doch, das machen wir. Oh, du hast dich an meinen Geburtstag geändert. Das freut mich, danke. Bitteschön und lass dir deinen Snack bei der Arbeit schmecken. Dann würde ich jetzt die Zeit, ehrlich gesagt, kurz anhalten. Würde mich auf mein Pferd schwingen. Oder auch nicht. Warte mal, wir machen das nicht. Ich müsste dann nach Hause. Ich müsste ein paar Sachen einpacken. Ich glaube, zu Clint, das bringt heute nichts, oder? Er wird mir nur sagen... Genau, er arbeitet noch an der Iridium-Axt. Das ist aber alles okay. Dann gehen wir jetzt einfach mal hier mit zum Bus-Stop. Ja. Wir brauchen einen Feuerquarz. Wir machen aber tatsächlich nur 5 Level maximal. Und ich lasse die... die Hacke würde ich mitnehmen. Die Sense lasse ich hier. Die Sense lasse ich hier und die Angel lasse ich hier. Ein Feuerquarz für Sandy. Und dann nehmen wir noch Essen mit, natürlich. Pass mal auf hier. Und dann können wir verkaufen. Dann sind die auch fertig, bis wir wieder... Naja, oder auch nicht, weil wir ja die Zeit anhalten. 5. Das ist so viel angenehmer, als den ganzen Tag in der Klinik sein zu müssen. Ich mag es, dich auf dem Hof zu beobachten. Oh, das ist irgendwie süß. Ja, Harvey. Ich bin sehr glücklich mit unserem Ehemann. Okay, was haben wir hier? Fischtaco, das lohnt sich nicht. Fischen. Geschwindigkeit und Verteidigung, das wäre natürlich nett. Wir können das hier nehmen. Gesundheit ein bisschen. Sashimi ist auch immer gut. Müsli-Riegel für so den kleinen Hunger zwischendurch. Die Forellensuppe nicht. Die Algensuppe können wir mitnehmen. Und die bleiche Brühe eigentlich auch. Das lohnt sich nicht. Außer für die Geschwindigkeit vielleicht. Dann würde ich von draußen noch Käse eventuell mitnehmen oder Kaktusfrüchte. Nehmen wir mal das hier mit. Und ja, das ist ein bisschen übertrieben, was ich gerade einpacke. So auf den ersten Blick. Aber auf den zweiten geht das schon. Immerhin möchte ich nicht sterben.
Und das hier kommt weg. Perfekt. Dann gehen wir jetzt in die Wüste. Und ihr könnt euch dann schon denken, die Folge wird ein Müh länger. Aber ich werde gucken, dass es nicht total übertrieben ist. So, ich würde gerne in die Calico... Jetzt habe ich gerade Desert da gelesen. In die Calico-Wüste oder the Calico Desert. Okay, gut, dass wir das hier dabei haben. In der Wüste können wir vielleicht noch interessante Sachen finden. Meine Spitzhacke habe ich dabei. Ich habe Bomben vergessen. Mist. Na gut, falls wir jetzt auf die bösen Mumien stoßen, muss ich sie einfach töten. Nein. Entschuldigung, ich muss mit ihr reden. Nichts einkaufen hier. Hey, hallo. Wenn du meine Freundin Emily in der Stadt triffst, kannst du ihr Grüße von mir sagen? Danke. Klar. Hallo, Soraya. Feuerquarz. Genau, was ich gesucht hatte. Sieht perfekt aus. Und hier ist meine Belohnung dafür. Dankeschön. So, dann geht's jetzt aber ganz fix in die Mine. Wie gesagt, ist ein bisschen doof jetzt. Ich habe tatsächlich die... Okay. Aber wenigstens keine Erze. Ich habe tatsächlich einfach die... Wir sind schon auf Ebene 17. Oh, klar. Oh. Na, ich muss mal warten, bis ich den Geist hier besiegen kann. So. Ja, ja, komm du nur wieder. Klar, wenn ich die Bomben vergesse, dann kriege ich überall, dann kriege ich ganz viele Mumien. Logisch. Das machst du doch jetzt absichtlich, Spiel. Das machst du doch jetzt absichtlich. Wir müssen einfach nur den Weg nach unten finden. Autsch. Na kommt hier, ihr kleinen Mistviecher. Okay. Dafür brauchen wir tatsächlich noch zwei Schläge. Okay, ich muss einfach gucken, wie wir hier am besten durchkommen. Oh. Und ich brauche ganz dringend was zu essen. Ja, bitte das Brötchen essen. Und auch nochmal, ja. So. Okay, wir müssen einfach den Weg nach unten finden. Das kriegen wir schon hin. Wie viele Skelette können hier schon noch kommen? Ich wünschte, ich hätte das jetzt nicht gesagt. War oben nochmal ein Weg? Ich weiß es leider gar nicht. Aber es geht auf jeden Fall sehr schnell. Okay, da geht's runter. Okay. Oh, shit. Da habe ich nicht aufgepasst. Das ging aber schnell. Mist. Die sind mistigen Fledermäuse. Okay. Ist halt einfach auch nicht der perfekte Tag, muss man sagen. So. Jetzt kann ich mein Iridium holen. Ich sehe aber hier natürlich schon die Leiter. Das ist ganz praktisch. Trotzdem würde ich hier natürlich gerne Iridium und andere Metalle und Sachen mitnehmen. Sonst lohnt sich der Ausflug natürlich nur halb so sehr. Schön wäre es, wenn wir alles wegsprengen könnten, aber egal. So ein kleines Mistvieh. Autsch. Okay, wir haben aber einen Krabbenkuchen bekommen. Und zwei Schläge für die... Okay, das ist Schleim. Schleime tun uns ja nichts. Der muss trotzdem weg, denn wir heilen uns ein bisschen, wenn wir ihn töten. Und das Leben kann ich gut gebrauchen. Dann schauen wir, dass wir jetzt tiefer gehen. Kann ich eigentlich hier irgendwas... Nein, kann ich nicht. Die Plaketten irritieren mich immer, weil ich immer denke, ich müsste sie vielleicht lesen können. Und wir machen wirklich, also auf Ebene 75 drehen wir um. Da gehen wir dann nach Hause.
Nicht, weil ich nicht gerne tiefer gehen würde, aber zum einen, weil eben die Folge schon so relativ lang werden wird. Aber viel wichtiger eigentlich noch. Ich will mein Glück nicht überstrapazieren. Also die Geister sind uns heute nur neutral gesinnt. Und ehrlich gesagt, ich will es nicht übertreiben. Okay. So. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir eine Treppe... Nee, kein Loch. Dankeschön. Ich möchte nicht Fallschaden... Ne, lieber nicht. Nachher sind unsere Sachen weg. Stellt euch mal vor, wir würden jetzt irgendwie... Ich habe keine Ahnung. Kann man Werkzeuge verlieren oder könnten wir einfach nur unser Essen? Aber selbst das wäre halt super, super ätzend. Oh, eine Geode. Das ist aber schön. Noch mehr Geoden. Das ist aber schön. Die mag ich aber jetzt. Jawohl. Oh. Der Weg von dem Einkäfer ist echt kurz an der Stelle. Oh, stell dich mal vor, wir müssten auf jeden einzelnen dieser Steine hier mehrfach einschlagen. Das wäre anstrengend. Das ist ja jetzt schon ein bisschen nervig, den Weg nach unten zu suchen. Und wir können gerade von Glück reden, dass nicht die ganze Zeit Gegner spawnen. Okay, da geht's runter. Alles klar. Okay, ich bin ein bisschen... Nach der Sache mit den Mumien, ganz am Anfang, bin ich jetzt immer so ein bisschen para. Weil ich mir denke, so, okay, das Spiel hat das direkt am Anfang nicht gut mit uns gemeint. Ich sollte nicht davon ausgehen, dass es jetzt nett zu uns ist. Okay, hier geht's aber direkt runter, das wäre schön. Ich gucke mich hier trotzdem weiter um. Sehr schön. Da ist ein Feuerquarz. Haben wir direkt den wiedergeholt, den wir Sandy gegeben haben? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein, 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 nein. Das war sehr plötzlich. Ja, komm, du musst dran glauben, damit ich ein bisschen geheilt werde. Oh, das ist aber wirklich nur ein ganz, ganz kleines bisschen, was es da an Leben wiederherstellt. Oh, Mann. Ich geh da um. Oh, nein, 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 nein. Jetzt werden sie aber fies so kurz vor Schluss, ne? Das habe ich immer nicht so gern, was ihr da treibt, ihr kleinen Mistfische. Für mich sind es Fische. Sind das Fische? Es sind Fische. Es sind bestimmt Fische. Okay, es geht. Jetzt behalte ich mein Schwert mal ausgerüstet. Unten ist noch eine Ecke, die wir untersuchen können. Und dann muss ich eine Leiter finden. Die habe ich auch noch nicht. Quarz, aber sehr, sehr viele Steine hier. Und ein großer, blobbiger Schleim. Perfekt. So. Je mehr Schleime, desto besser, denn Schleime tun uns nichts. Aber wir kriegen Leben von ihnen. Das freut mich immer sehr. Da ist nochmal was zum Abbauen. Aber die Ebene hier ist ziemlich groß und weitläufig. Und hier werden wir noch ein bisschen... Kohle bekommen. So, jetzt muss ich gucken, dass ich die Leiter finde. Eine Leiter bitte nach unten. Es ist nur noch die Leiter finden und dann eine Ebene überstehen. Notfalls reicht es vollkommen aus, wenn wir auf Ebene 75 ankommen und danach direkt wieder umdrehen. Das würde schon reichen. Also, erfahrungsgemäß wissen wir, dass ich das nicht machen werde. Ich werde versuchen, die Ebene trotzdem noch komplett zu leeren. Aber... Von der Theorie her, wenn es uns wirklich schlecht geht, falls da Gegner sind, falls es eine sehr ungemütliche Ebene ist, dann reicht es, wenn wir da einfach nur ankommen. Damit tröste ich mich jetzt immer so ein bisschen. Geoden. Natürlich müsste ich die Leiter auch mal finden, die wir suchen. Also es hält sich mit unserem Energieverbrauch wirklich in Grenzen, aber... Einfacher wäre es natürlich, wenn wir hier einfach Bomben legen könnten. Wie das jetzt klingt, ne? Oh, ich
einfach eine Bombe legen. Ist viel einfacher. Eieiei. Na gut. Ach so, wir hatten schon... Hoppala. Alles klar. Wir haben schon eine... So, eins, zwei. Wie gesagt, einmal noch tiefer. Ja, ich könnte in ein Loch springen, aber ehrlich gesagt, das will ich tatsächlich nicht. Au. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ist ein bisschen eklig gewesen, das Vieh so ohne Panzer. Aber interessant, das haben wir das auch mal gesehen. Oh nein, 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 nein. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ach, komm schon, stirb. Dankeschön. Jetzt darf nur ich nicht sterben, denn wir sind echt kurz vorm Schluss. Ja. So, sicher ist sicher. Wow, eine prismatische Scherbe. Yay. Und ja, ich sehe da drüben die Fledermaus. Sehr gut. Uff. Wir haben es auf jeden Fall geschafft, aber ich würde gerne hier das Iridium noch mitnehmen, sofern das geht. So. Da ist noch Jade. Und hier müsste ich jetzt gucken. Okay, hier geht es nur wieder zurück. Dann gehen wir jetzt nach unten. Vielleicht baue ich zu Hause ein Kristallarium für die letzte, für die prismatische, nicht die letzte, sondern für die prismatische Scherbe, die wir haben. Wir sind auf Ebene 75. Da hat sich unser Aufzug das gemerkt und ich laufe hier nur noch einmal rum, um zu gucken, ob ich irgendwas Schönes finde. Iridium, Edelsteine, ganz egal. Irgendwas Nettes vielleicht zu mitnehmen. Wenn nicht, gehen wir nach Hause. Okay, wir gehen nach Hause. Ich kann noch ein bisschen abbauen eigentlich. Oh wow. Okay, wisst ihr was? Es geht schneller. Es geht schneller. Ich bin... Okay, wir verlassen die Mine. Es wäre verlockend gewesen, jetzt noch weiterzumachen, aber ganz ehrlich, ich will mein Glück nicht überstrapazieren. Ich sammle lieber hier noch die Kaktusfrüchte ein und andere Sachen und dann war's das. Jetzt lasse ich übrigens mal die Zeit normal weiterlaufen. So, ich könnte mein Pferdchen rufen, darauf verzichte ich jetzt auch mal. Das muss heute nicht in die Wüste. Ich habe gesagt, 5 Ebenen mache ich. Es wäre so verlockend gewesen. Wir hätten direkt runter auf die nächste Ebene gekonnt und dann auf Ebene 77. Aber das Problem ist halt, was wäre, wenn ich auf Ebene 79 sterbe? Denn wir hatten schon, ich meine, die erste Ebene war schon nicht wirklich nett. Mit den Mumien, die wir heute nicht loswerden konnten. Und auf Fledermäuse könnte ich jetzt auch verzichten. Sicher, sicher. Außerdem, wir haben jetzt schon fast eine Dreiviertelstunde. Also, ich glaube, es ist okay, wenn wir einfach wieder nach Hause gehen und uns freuen, dass wir es geschafft haben. Es fehlen nur noch 25 Ebenen. Also theoretisch ganz, ganz, ganz wenig. Ganz, ganz wenig. Ich würde das Kristallarium gerne bauen und mir tatsächlich irgendwo aufstellen. Ich weiß nur noch nicht genau, wo. Denn... Naja, sehen wir gleich. 41, ja, das ist ganz gut. 41 Dingens. Dann schauen wir mal. Steine, Kohle, Gold, Kupfer, Eisen. Das war's erstmal. Hier um die Ecke. Wobei, wir können es hier wirklich in die ganz eckige Ecke noch legen. Die Solaressenz ist nicht hier drin. Der Diamant ist hier drin. Die Schatten, die auch nicht. Das ist dann alles hier, nicht wahr? Ja. Schatten und Solaressenz, sehr gut. Ein bisschen was davon, ein bisschen was davon. Hier kommt der Käse wieder rein. Und dann würde ich hier eventuell tatsächlich das Kristallarium haben. Jetzt, was brauche ich denn dafür alles? Steine, Goldbarren, Iridiumbarren, Batterie. Das kriegen wir doch hin. Das sollten wir massig haben. Steine, Goldbarren, Iridiumbarren und eine Batterie. Bauen wir mal. Und dann gucke ich, ob ich da die prismatische Scherbe reinlegen kann. Denn davon hätte ich tatsächlich gerne mehr. So. Geht das?
schade, das geht gar nicht. Na gut, dann halt nicht. Dann packen wir die hier mit rein. Ich muss nur noch ausräumen, dann war's das. Ich weiß gar nicht, soll ich jetzt einfach mal die Folge an der Stelle schon mal beenden? Ich habe ein bisschen Angst, dass dann irgendwas Interessantes passiert, wenn ich nicht da bin, sozusagen. Das kann ich hier drin lassen. Ich würde aber gerne, aber das kann wieder rein. Dann können wir die Werkzeuge wieder mitnehmen. Die räume ich noch schnell weg. Das Iridium könnte ich auch noch wegtun. Ich wollte eigentlich die gemischte Saat noch anpflanzen. Und zwar vielleicht... Geht das hier? Nee, hier geht's gar nicht. Warte kurz. Aber hier in der Ecke geht's. Dann pflanzen wir da die Saat noch an. Ich gieße die heute nicht mehr. Die darf ich dann morgen freuen drüber. Ja, Trüffelöl werde ich gleich noch herstellen. Und dann würde ich sagen, ich beende mal die Folge an dieser Stelle hier schon. Denn ich glaube, so viel Spannendes wird nicht mehr passieren. Und es geht jetzt halt schon so lange, dass ich jetzt einfach mal sage, vielen Dank dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Das können wir jetzt eigentlich noch schnell nehmen. Vielen Dank dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Und hoffentlich sehen wir uns dann das nächste Mal wieder bei Stardew Valley. Bis dahin. Bye, bye.